Schönen guten Tag, der Ära ist wieder da. Wir spielen World of Tanks. Und jetzt kommt schon das vorletzte Video aus der Light Tank Abteilung zum Thema Road to T55A. Wir machen Light Tank Mission 14. Die heißt die Gefechtswache. Hauptbedingungen ermöglichen sie ihren Verbündeten 5000 Schadenspunkten zu verursachen. Nebenbedingungen überleben. Das ist eine Zugaufgabe. Also sprich, es würde auch der Spotting-Schaden von meinen Zugkollegen mitzählen, aber ihr seht schon, ich bin mit dem Elder unterwegs, der Elder ist in seinem Jagdtiger, wir haben es auf diese Mission tatsächlich nicht angelegt, aber es ist natürlich der Traum für jeden Leitfahrer und für jeden Tank-Destroyer-Fahrer. Wir sind in Prokhorovka und Prokhorovka ist einfach eine der Karten, wo man solche Missionen durchaus machen kann. Also ich habe ja wie gesagt auch beim letzten Mal, als ich die Mission für den T28 HTC gemacht habe, lief das sehr ähnlich. Ja, und ich werde jetzt einfach schlicht und ergreifend die Scout-Position einnehmen, auf der es um Sieg oder Sibirien geht. Also wir versuchen uns das Gebüsch da oben und schauen mal, was wir wie aufkriegen. Wir sind als Tank, als Scout aufgesetzt, also sprich, wir haben Tornets dabei, wir haben Schernenfernrohr dabei und ich habe die Dope-Kanone drauf. Das ist wichtig, einfach aufgrund von Spaßfaktor. Genau, und jetzt ist es halt eine Scout-Mission. Das heißt, im Umkehrschluss, es könnte unter Umständen unheimlich langweilig werden, weil Scouten heißt erstmal parken. Und zwar großflächig. Zumindest wenn man hier im Prokhorovka passiv scouten möchte, heißt es parken. Auch wenn da drüben Schüsse sind, die man nehmen könnte. Oh, der Arsch von dem Objekt 430. Aber was machen wir? Wir machen erstmal einen Löwe auf. Da ist ein Löwe. Sehr, sehr schön. Jupp. Und da kommt der erste Schaden, der auf mein Konto geht. Wir sind bei 796 Spotting-Schaden. Ja, Leute, wäre schön, wenn ihr noch ein bisschen schießen könntet. Könnt ihr noch ein bisschen schießen? Also das Problem ist, er ist tatsächlich außer Render-Reichweite für so Elder und seine Freunde. Deswegen müssten die erstmal nach vorn verlegen, um da überhaupt Schüsse nehmen zu können, weil sie sehen den Löwe noch gar nicht. Ja, ich darf jetzt einfach nur nicht auf Schießen drücken, sondern muss jetzt einfach hier stehen bleiben. Der T-54, der in der Mitte ist übrigens auch von uns aufgemacht und bringt uns auch noch ein bisschen Spotting-Schaden. Wir sind schon bei 1.500 Spotting. So, komm, mach den Löwe jetzt mal weg hier. Es reicht ja nun mal. Es reicht ja nun mal. Das Schöne an dieser Geschichte ist, ich habe eine Lampe. Das heißt, passiv Scouten macht einfach sehr viel mehr Sinn und sehr viel mehr Spaß, weil ich einfach weiß, was ich im Gebüsch gesehen bin. Endlich ist der Elder auch dabei, macht auch nochmal seine 496 Schaden. Und schon sind wir bei knapp 2000 Spotting. Das ist tatsächlich relativ schmerzfrei. T-54, da kriegen wir zumindest die Hälfte. Der Löwe geht hin. Und wir sind bei 2220 Spotting, ohne unbedingt viel gemacht zu haben, außer gepflegentlich hier in der Mitte rumzustehen und zu spotten. Sehr schön. So, jetzt machen wir den T-54 weg. Da gibt es auch wieder ein bisschen Spotting. Jawohl, die Hälfte kriegen wir immer noch. Sehr gut. Und ja, ansonsten. Spotten ist jetzt nicht unbedingt der aufregendste Job. Aber irgendeiner muss es ja machen. Mal. Also steht man dann hier rum und sieht dabei verdammt lustig aus. Das Gute an der Dope-Kanone ist, die Verlockung zu schießen ist relativ gering, weil man weiß, auf die Entfernung trifft man meistens eh nichts. Insofern, ja, dann lässt man es eben meistens doch. So, der Löwe, der Löwe, der Löwe. Jetzt müssen wir ein bisschen hier rumstehen und hoffen, dass die Gegner irgendwas Dummes machen. Die müssten dann einfach mal vorwärts fahren oder so. Ja, ihr seht, wir haben da hinten noch einiges rumstehen. Da stehen vor allem auch wieder Heavy Tanks rum. Das finde ich immer ein bisschen grenzwertig. Was will der Somuga da hinten? Oh, na gut. Solange die auf das Zeug schießen, was ich ihnen zeige, wird es gut sein. Please can someone spot. Der T26E5 Patriot hat übrigens den Sinn des Spiels nicht so richtig verstanden. Er meckert die ganze Zeit rum, dass ich halt spotten sollte, bla bla bla. Wenn ich jetzt weiter vorfahre, gehe ich auf. Sobald ich nach vorne fahre, ist die Nummer für mich gelaufen, würde ich behaupten, weil die Halbwertszeit eines Light Tanks, der auf dieser Seite aufgeht, ist eher sehr gering. Und da ist nämlich der gegnerische Scout, seht ihr? Der Typ konnte die Pfoten nicht stillhalten und der schießt und das waren 1250 Spotting für den Ära.
der jetzt bei 4000 ist und spontan, also ich bin durchaus ein Spotter. So, und jetzt können wir ein Stück vorfahren, jetzt ist er weg und da mache ich den AMX 5000 auf, das ist nicht gut, wir müssen zurück. Ja, da gibt es erstmal ein bisschen Schaden drauf. Jawohl, dann mache ich halt den Kill selber. ja, okay. Jetzt ist leider der Elder mit seinem Jagdtiger gestorben. Das ist ärgerlich. Das heißt, da hinten steht auf jeden Fall noch ein bisschen was. Also Skorpion G ist auf jeden Fall irgendwo da hinten. Aber das waren schon die 5000 Spotting. Also wir könnten an der Stelle jetzt spontan schon beenden und sagen, Arschlecken für die Ralala. Mission ist hiermit nämlich schon offiziell erfüllt. Ich habe meine 5000 Spotting rein. Ändert ja nichts daran, dass das Spiel noch eine Runde weitergeht. Na, jetzt hätte ich den... den Schuss auf den Löwen habe ich tatsächlich wahrscheinlich genommen, weil... bin mir sehr sicher, dass hier nicht mehr so viel da ist. Und da kommt ein Strutzelbernd S1. Der geht aber definitiv nicht auf mein Konto. Der Skorpion G geht auf mein Konto. Und der Fachbegriff lautet, oh, beim Skorpion G, da geht die Mumpel sehr gut rein. Jupp, das waren 810 Schadenspunkte auf einen Stufe 8 Panzer, ohne dabei aufzugehen. Ich bin immer noch klein, verborgen und gemein. Und ja, so langsam lassen sich die Stats unten in der Ecke durchaus sehr gut anschauen. Da ist ein T30. Guck mal, der geht auch auf mich. Ui, da waren schon wieder 1300 Schaden. Ja, das Problem ist, man muss diese Kanone eben lassen. Jetzt bin ich echt noch aufgegangen. Das ist ja scheiße. Das ist ärgerlich. Aber wir sind bei 7065 Spotting und 900 Schaden selber gemacht. Das finde ich cool. Also das würde übrigens auch schon für Tank Destroyer Mission 15 reichen. Schade. Jetzt bin ich wieder offen und jetzt kriege ich wahrscheinlich gleich, richtig aus der Fahrt, mit der Kanone irgendwas zu schießen. Ist absolut sinnlos. Aber wir machen noch ein bisschen Aufklärungsschaden. Nochmal 650 Aufklärung. Nämlich, so, und irgendwie, wieder erwarten, komme ich hier tatsächlich noch lebend raus aus der Nummer. Puh, ja. Aber das meinte ich mit, die Halbwertszeit für einen Scout ist auf dieser Seite tatsächlich echt nicht besonders hoch. Okay, was machen wir jetzt vor lauter Stress? Fährt man nochmal da hoch, schaut nochmal, ob man noch was aufkriegt oder wie könnte man das denn jetzt gut machen? Also, ich werde mal schauen. Su 101... Erstmal wieder in mein gewohntes Terrain, in mein Standardgebüsch. Aber der T25 Pilot fährt jetzt auch einfach vor. Weiß ich nicht. Der hängt nicht so am Leben. Weil was noch da ist, ist definitiv irgendwo da hinten. Strutzwagen ist down. Ja, und da ist noch Objekt 430. Komm. Ja, mit der Kanone habe ich halt Angst, den T25 Piloten zu treffen. Guck mal, das ist ja... Ja, jetzt ist der Pilot tot. Dann schieße ich mir noch ein Objekt 430. Jo, das war Kill Nummer 2. Und wie ihr unten in der Ecke sehen könnt, 7800 Spotting. Aber ich zeige euch trotzdem mal die Auswertung. Das war nämlich mein Panzerass. Mein Panzerass im T49, mein erstes und wunderbarstes und wunderschönstes Panzerass. Ja, also 60.000 Credits, 6.000 EP für dreifach am Tag. Das gab einen Wachposten, ja, und wie Sie sehen 7.715. Wir mussten übrigens überleben für die erweiterten Bedingungen, haben wir gemacht. Das heißt, wir haben es ausgezeichnet abgeschlossen. Ja, in der Teamauswertung brauchen wir nicht reden, 1.285 EP. Basis. Das ist es, was es braucht, um Panzerass zu kriegen. Auf jeden Fall. Die Su 101 hat gewütet wie bekloppt. Skoda war noch gut. So Mua nur am rumheulen, aber war halt auch nicht wirklich viel dazu. Echt schade. Hier, der Patriot nur am rumheulen. Ja, 717 Schaden war auch nicht so der Knaller. Aber nichtsdestotrotz, übrigens haben wir noch knapp 1000 Schaden gemacht und zwar mit 5 abgegebenen Schüssen und 3 Treffern. Ja, alles in allem, das war einfach eine schöne Runde. Die war durchaus richtig gut. Und jetzt heißt es, letzte Mission angehen. Mission 15, die da lautet, 7000 Schaden verursachen und spotten in Kombination. Dieses Replay hätte gereicht. Schade. Wir müssen es nochmal probieren. Das ist ähnlich wie bei den Tank Destroyern, als ich bei der 14 auch schon 6000 Schaden geschossen habe. Mal schauen, ob uns das gelingen wird. Ich sage auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, wie immer, Daumen da lassen. Und jo, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Der Ära.